wenn ihr gedacht habt, dass ich keine Schleimtussi bin, dann habt ihr euch geirrt, weil ich bin eine Oberschleimtussi. Und heute zeige ich euch meine besten Rezepte. Willkommen in Ilias Schleim Factory! Yay! Um einen perfekten Schleim zu kochen, braucht ihr Kochsalzlösung, Rasierschaum, Bastelleim, etwas bunten Glitzer, Babyöl, Bastelfarbe und ganz wichtig, Natron. Das findet ihr in der Backlade von eurer Mama. Und ein Geschirr zum Umrühren. Anfangen tun wir damit, dass wir unsere Zutaten vermischen. Basteln bitte. Mir ist es aber auch wichtig, dass in meinen Rezepten keine chemischen Sachen reinkommen. Zum Beispiel, es gibt Rezepte mit Waschmittel und so, noch anderen giftigen Sachen. Und ich habe aber nicht so ganz giftige Sachen. Naja, essen sollte man meinen Schleim zwar auch nicht, aber ist zumindest verträglicher. Ihr startet am besten mit dem Bastelleim. Blaues Mittel bitte. Das ist Bastelfarbe. Blaues Mittel klingt aber cooler. Glitzer bitte. Und Rasierschaum bitte. Rasierschaum macht den Schleim fluffiger. Das bedeutet, dass er ihn weicher macht. Das macht mir besonders Spaß. Gut, jetzt beginnt das Umrühren. Ihr müsst wirklich gut rühren, damit alles vermischt ist. Toller Schleim. Man kann auch noch etwas nachwürzen. Babyöl bitte. Das Babyöl verleiht dem Schleim nachher den schönen Glanz. Und weiter rühren. So, er hat jetzt schon eine ziemlich gute Grundkonsistenz. Jetzt brauchen wir aber noch das Natron, damit sich der Schleim dann am Ende mit der Kochsalzlösung zusammenziehen kann. Und es sorgt noch dafür, dass es länger haltbar ist. Natron bitte. Okay. Jetzt kommt noch die Kochsalzlösung und dann sollte unser Schleim eigentlich fertig sein. Bin gespannt, was wir für ein Ergebnis haben. Kochsalzlösung bitte. Noch einmal umrühren und fertig. Na, was sagt ihr? Cool, oder? Mit ein oder zwei Tropfen Lebensmittelfarbe kann man den Schleim auch toll färben. Wow, das ist aber ein schönes Blau. So, und das ist jetzt unsere Slime Factory Box. Ist ziemlich cool. Die schenke ich jetzt meiner Freundin. Tschüss!